Hallo, ich bin Paul Meyer, Mitgründer von Adaptic Systems. Wir entwickeln aktuell eine nachhaltige Kühlstrategie für Werkzeugmaschinen, alles rund um die Metallverarbeitung. Im Vergleich zu den konventionellen Methoden, wie man kühlt, nutzen wir einen intern geschlossenen Kreislauf, mit dem wir die Wärme dort entziehen, wo sie direkt entsteht, also direkt am Werkzeug. Den aktuellen Prozess muss man sich relativ nass vorstellen. Wir haben da viele Düsen und Pumpen, die im Prinzip hunderte Liter Kühlschmierstoff eben in den Prozess, also da, wo Bauteil und Werkzeug sind, hineindrücken. Und was wir im Prinzip machen, ist komplett trocken arbeiten, denn unser Kreislauf ist komplett geschlossen mit wenigen Litern, die nicht ausgewechselt werden müssen. Durch unser System brauchen wir da deutlich weniger Energie, weil wir halt viel kleiner sind und deutlich effizienter. Unser System basiert aktuell auf der Drehbearbeitung, weil das erstmal das einfachste Thema war, was wir anfassen wollten. Aber wir haben natürlich auch mit vielen Kundengesprächen gemerkt, dass gerade die Fräs- und Bohrbearbeitung auch sehr wichtig ist. Der Marktanteil da noch deutlich höher und dahin geht auch die Entwicklung. Das Schöne an unserem System ist, wir müssen das Kühlaggregat nicht neu entwickeln, nur die Kühltechnik dann direkt auf dem Werkzeug. Hardwareentwicklung ist ein bisschen langsamer als Software. Wir sind immer noch dabei, unser Kühlaggregat so zu konzipieren, dass es im Prinzip wirklich als Retrofit über eine Maschine rangehangen werden kann. Da sind wir schon auf einem guten Wege, sodass wir im Herbst mit dem ersten Prototypen direkt zu Kunden gehen können, ja, und dann zeigen können, wie gut unser System funktioniert.